city night. Now is the time to make my move. Time has come to stand and move. What would you do if you were in my shoes? If you were me, you'd do it too. No guts, no glory, gotta play my hand. There's room at the top, only one man. And that's the emperor. I am the emperor. I am the emperor. And I take what I want. I'm the emperor. The emperor of the Bronx. Was sollen diese Sprüche? Ich schaffe nicht mehr an. Du willst nicht mehr anschaffen? Ist ja großartig. Weißt du, ich liebe es, wenn ihr bescheuerten, naiven Tussis beschließt, nicht mehr anzuschaffen. Toni, komm, wir gehen. Er macht das Mädchen fertig. Es ist kein Mädchen, nur eine Hure. Was hat das damit zu tun? Wir sollten ihr helfen. Ihr helfen? Wir kriegen nur auf die Schnauze. Du schuldest mir einen Haufen Knete und du wirst mir jeden Pfennig zurückzahlen. Hast du kapiert, Schlampe? Hey, alles klar, Kumpel? Verschwinde hier, bevor ich sauer werde. Siehst du meinen Kumpel da drüben? Er hat mit mir gewettet. Er trifft dich genau zwischen die Augen. Er ist ein guter Schütze, aber ich wette, er schießt daneben. Ich glaube, er trifft dich in den Mund. Oder er schießt dir die Nase ab. Ich gewinne diese Wette. Capisco? Also, ich schlage vor, mein Freund, bevor ich diese Zigarette aufgeraucht habe, hast du dich verpisst. Anderenfalls läufst du in Zukunft ohne deinen hässlichen Zinken in der Gegend rum. Wie gefällt dir mein Vorschlag? Hast du ihn gesehen, diesen Mistkerl? Wie er bescheuert geguckt hat? Ich hatte ihn! Ich hatte ihn! Du hast da ein schwieriges Problem, weißt du das? Bist du verrückt? Geh zum Psychiater! Ich mag nicht, wenn auf mich geschossen wird, Toni! Ich hab gesagt, lass die Hände in der Tasche! Hast du nicht? Wirklich nicht? Nein, kein Wort, kein einziges Wort, daran würde ich mich erinnern! Tut mir leid. Gehen wir. Oh, Entschuldigung. Hast du sie? Was denkst du denn? Gar nicht schlecht.
Hey, Toni. Wieso bist du schon so früh auf? Wir wollten heute früh auf den Friedhof gehen. Oh mein Gott, das habe ich völlig vergessen. Carla! Ja? Wo bleibt denn mein Kaffee? Reg dich nicht so auf, ich bringe ihn dir sofort, Schatz. Okay? Sofort, okay? Können wir morgen gehen? Bitte, morgen. Vergiss es. Vergiss es einfach, okay? Nein, morgen. Ich muss ihm Kaffee bringen. Tut mir leid, Toni. Ich habe durchaus Respekt vor deinen Gefühlen, Toni, aber müssen wir den ganzen Tag auf dem Friedhof verbringen? Nein. Sie haben gedealt. Ihr müsst euch verlaufen haben, oder? Ihr wolltet mir doch sicher nicht die Laune verderben, Jungs. Also sagt mir, wo sind wir hier? Falco, ich schwöre es dir. Wir sollten jemanden treffen hier. Es ist kein Deal abgelaufen. Das ist keine Antwort. Ich fragte dich, wo wir sind, eh? In der Bronze. Aha. Und wem gehört die Bronze? Dir. Aber höre, Falco. Lass uns einfach gehen. Lass uns gehen und du wirst uns hier nie wiedersehen. Ich wollte euch aber dieses Mal hier nicht sehen. Lass uns gehen. Freunde, das geht nicht diesmal. Warum fällst du nicht auf die Knie und bettelst, du Arschkriecher? Leg das groß mal um. Hörst du das? Hören was? Hast du Bohnen in den Ohren? Ich habe mehrere Schüsse gehört. Und wenn schon, was soll's? 5000 Menschen werden jedes Jahr in New York getötet. Ist das wahr? Ja, das ist die Realität. Und wo hast du das gelesen? In der New York Times? Oh, vielleicht im Wall Street Journal? Verflucht, Toni! Ich meine, jedes Mal, wenn ich dir was erzähle, das du nicht weißt, verarschst du mich! Nein, ich wollte nur wissen, wo du es gehört hast. Toni, dann sag du es mir doch. Wie viele Menschen werden hier jedes Jahr getötet? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, siehst du. Woher willst du wissen, dass es nicht 5000 sind? Thank you.
so eilig. Wie viel hast du erwischt? 20. Nun spinn ich um, George. Wie viel hast du? Klar, ich hab 20 Piepen, Mann. Ach, nur mach keinen Scheiß, George. Wie viel Piepen hast du erwischt? Es waren 40, okay? Es waren 40, na und? Wie viel? 60. Es sind 60 Mäuse. Da sind sie. Was willst du? Du suchst doch meine Taschen, ne? Nein, ich vertraue dir. Da sind 20. Hey, Toni, was soll das? Nur 20? Was ist mit 50-50, hä? Damit du mich nächstes Mal nicht wieder belügst, okay? Und jetzt gehen wir zu Sarge. Luftangriff! Ja. In Deckung! Schnell! Hey, Sarge. Der Angriff ist vorbei, okay? Alles klar? Hey, Toni! Toni! Was ist? Was ist los mit dir? Warum verscheißerst du den alten Mann? Wieso? Das sollte nur ein Spaß sein, Junge. Nein, der Mann ist ein Veteran. Er hat für unser Land gekämpft. Warum respektierst du das nicht? Was gabst du ihm? Die 20 habe ich ihm gegeben. Hey, George! Hier sind 10. Danke, Toni. Ich hab mal eine Frage, Toni. Schieß los. Was tun wir eigentlich? Wir hängen rum? Wir klauen ab und zu den Gemüseladen an der Ecke? Ich meine, mit dem Kleinkram kommen wir nicht weiter. Worauf willst du hinaus? Wie wär's mit dem Juwelierladen oder einer Bank? Irgendwas, das richtig Kohle bringt. Verdammt, was weißt du über eine Bank und Juwelierläden? Hä? Was verstehst du davon? Willst du in den Knast? Wieso denn Knast? Falco ist auch nicht im Knast. Der fährt in seinem Cadillac durch die Gegend, Kumpel. Hör auf! Du weißt genau, Falco bringt Ärger. Ich frage ihn nach dem Job. Wie willst du ihn fragen? Hey, Falco, hast du für mich einen Job? Ja. Er sagt dann, ey, Junge, du weißt, was ich tue? Und du sagst dann, ja. Du legst Leute um, du dealst Drogen und er sagt dann, ah, ja? Bang! Das war's dann. Du machst mir echt Angst, Toni. Ich zittere. Komm, wir gehen ins Kino, ja? Was sehen wir uns an? Also, Winnie und Luca wollen die East Side. Und sie wollen sie exklusiv. Ich finde die Idee gut. Es ist keine gute Idee. Warum nicht? Wenn Sie sie mal haben, rücken Sie sie nicht wieder raus. Mit sowas habe ich beste Erfahrungen. Zunächst mal kassieren wir 50 Riesen, Falco. Sag es ab. Ich rede vorher mit Winnie. Okay. Winnie Becks, ich wollte heute die 20 Riesen kassieren. Er sagte, es hat Zeit bis Ende des Monats. Ich gab sie ihm bis Ende des Monats. Davon wusste ich nichts. Die Rechnung ist doch ganz einfach. Es geht um die Zinsen. Am Monatsende kassierst du 24,5. Okay, sonst noch was? Das war's. Bis später. Hey, Toni! Was ist? Warte doch mal, Mann! Was? Nichts nur. Wohin willst du? Ich sage Frankie guten Tag. Was soll denn das? Mhm. Zum Blödsinn. Wir kriegen jedes Mal, wenn wir da runtergehen, eins auf die Birne. Weißt du was? Heute bin ich gut in Form. Und irgendwann muss man es regeln. Also gehen wir. Hör doch, Toni. Was? Ich hab heute keine Lust, mich verprügeln zu lassen. Ich hab ein neues Hemd an. Dann kneif doch. Ich hab keine Angst. Ich mach das schon. Dann geh.
Viel Spaß. Den habe ich. Geh, wenn du meinst, geh. Ich muss das nicht haben. Frankie kann mich am Arsch lecken. Hey, Toni, warte doch! Verdammte Scheiße. Nun seht euch diese kleinen Spinner an. Habt ihr vom letzten Mal nicht die Schnauze voll? Was wollt ihr hier? Hör zu, Frankie. Leg dich heute nicht mit mir an, okay? Wenn du jetzt stunk machst, sag ich's Falco und der wird dir deine verdammten Eier abreißen. Oh. Wisst ihr, was Klein Georgie nicht versteht ist, dass Falco damit beschäftigt ist, Tonys Schwester zu bumsen. Tu die Kohle raus. Weißt du, wovon er redet? Keine Ahnung, Kumpel. Keinen Schimmer. Also was? Du bist auf meinem Gebiet. Das kostet was. Na dann, hol's dir von mir, Arschloch. Wir sollten da nicht hingehen. Warum hörst du nicht ab und zu auf mich? Hab ich dich gebeten, mitzukommen? Ja, hast du. Jedes Mal, wenn wir da runtergehen, kriegen wir einen Arschtritt. Das ist verfluchter Schwachsinn, Mann. Das ist nicht das Thema, George. Mann, es geht um das Prinzip, Junge. Verdammtes Prinzip. Sieh dir das Hemd an, es kostet $20. $20, verstehst du? Das Hemd hast du doch geklaut, George. Was sollen die Sprüche? Natürlich habe ich es geklaut, aber auf dem Preisschild statt $20, du Klops. Ich glaube, deine Nase ist gebrochen. Ich habe Hunger. Geh mal was essen. Hast du ein Bier für mich? Nein. Hast du überhaupt kein Bier oder nur kein Bier für mich? Ich habe keins. Ist das Falco da drin? Nein, da bumst Rambo. Wer sollte es sonst sein? Sag's noch ein bisschen lauter, dann kriegen wir wieder einen Arsch voll. Was willst du damit sagen? Hä?
Glaubst du, ich habe Angst vor dem Kerl, oder was, ey? Das habe ich nicht gesagt, okay? Psst, da kommt er. Hallo, Georgie. Hallo, Carla. Toni. Ey. Hallo. Was ist passiert? Du hast dich wieder mal geprügelt. Es ist nichts. Oh, Mr. Falco, möchten Sie ein Stück Pizza? Nein, danke, George. Wer ist das gewesen? Frankie war es. Halt die Schnauze. Es waren 6 Mann, Mr. Falco. 6 Mann? Ja, und ziemlich groß. Ach ja. Hör zu, Toni. Nehmt die Pizza und geht in dein Zimmer, okay? Ich bekomme geschäftlichen Besuch. Na klar, Mr. Falco. Danke. Hast du nicht verstanden? Verschwinde. Hey, was ist los mit dir, hä? Du reagierst auf alles sauer, was ich auch mache. Möchten Sie vielleicht ein Stück Pizza, Mr. Falco? Es waren 6 Mann, Mr. Falco, und ziemlich groß. Du bist ein Arschkriecher, Georgie. Ich verstehe dich manchmal nicht, Toni. Was kannst du gegen ihn haben? Ich meine, was ist falsch an Falco? Er kümmert sich um dich, er sorgt für deine Schwester. Er sorgt für meine Schwester? Er besorgt es meiner Schwester. Er ist ein Verbrecher, Georgie. Das ist alles, was er ist. Wenn du den Kerl nicht magst, nimm deine Schwester und zieh aus. Warum hängst du hier noch rum? Warum hast du das getan, hä? Du verderbst mir meinen Appetit. Wohin gehst du? Was ist los mit dir, Toni? Wart auf mich, okay? Was habt ihr beiden hier verloren? Wir wollen hier etwas verlieren. Unsere Unschuld. Wie alt seid ihr, Grünschnäbel? Was tut das zur Sache? Wollen Sie die Kohle haben oder was? Ihr werdet mir doch keinen Ärger machen, oder? Oh nein. Oh nein. Kommen Sie. Bitte. Na gut, dann los. Hey, Toni, hast du deine Leiter mit? Komm, setz dich wieder. Komm mit. Hast du es eilig? Ich habe nur eine halbe Stunde, die verschwende ich nicht mit blöden Sprüchen. Warte, ich helfe dir. Willst du auch mal? Nein. Ist das Crack? Wie schnell du kapierst. Woher kommst du? Aus Russland?
Ich will nicht, dass du das Zeug rauchst. Gib sie mir sofort wieder. Nein. Ich bezahle für die Zeit, also tust du, was ich will. Du kannst mir das nicht verbieten. Doch, ich kann. Was willst du tun? Dich bei der Chefin beschweren? Ich will nur nicht, dass du dich umbringst. Lass die Sprüche. Wie hättest du es gern? Überhaupt nicht. Mir ist der Appetit vergangen. Dann verpiss dich, du Pfeifenheini. Schon, komm, wir verschwinden hier. Sag mal, bist du bescheuert? Wir hauen ab. Na los, komm schon. Komm schon, George. Verdammt nochmal, warum hast du mir das angetan? Ich hätte es beinahe ein zweites Mal geschafft. Du solltest mir dankbar sein. Wofür? Ich habe dein Leben gerettet. Noch nie was von AIDS gehört? Na los. Nicht von diesen Mädchen. Die werden von Ärzten betreut. Du schuldest mir 50 Mäuse. Was ist los? Oh, Jesus Christus. Hat er dich verprügelt? Ja. Der verfluchte Mistkerl. Nein, Tony. Es war mein Fehler. Ich habe ihn gefragt, wohin er geht. Wohin glaubst du, geht er? Huh? Er hat 5 andere Mädchen, genau wie dich. Sie wohnen in 5 verschiedenen Apartments. Du lügst. Ich lüge nicht und du weißt es. Hast du das erfahren, verdammt? Der Typ erzählt es ihm. Georgie, der Typ sieht uns nicht mal. In Ordnung, vertrau mir einfach. Vertrau mir. Thank you.
Wir müssen hier verschwinden. Ich gehe nicht nach Coney Island. Ich war da und mag es nicht. Wer redet denn von Coney Island? Ich spreche von Kalifornien. Kalifornien? Ja. Tony, was sollen wir denn tun in Kalifornien? Da gibt es nichts außer Spinnern und Filmstars. Georgie, wir haben 5 Riesen. Wir können tun, was immer wir wollen. Hey, Sarge. Habt ihr ein bisschen Kohle für mich? Ja, hier. Gib mir die Flasche. Und ich krieg den. Und hiermit kröne ich dich, Tony, zum König der Bronx. Quatsch, George. Ich bin Kaiser der Bronx. Komm auf meinen Thron, mein Freund. Und hier ist deine Kaiserin. Deine Kaiserin. Welch eine liebreizende, süße Prinzessin. Was sollen wir mit dir tun? Georgie! Du verdammter Mistkerl! Du Dreckschwein! Ihr verdammten Mörder! Ihr Bastarde! Hier das Geld. Ich will dich in der Bronx nie wieder sehen. Ist das an? Mein Name ist Marla Barrington. Es tut mir leid. Mein Name ist Marla Barrington und ich war mal Kellnerin und ich habe mich daran gut verdient. Ich habe mir überlegt, wie ich höhere Trinkgelder erreiche und dann hatte ich eine Idee. Ich habe an einen Spezialservice gedacht und mich selbst ins Geschäft eingebracht. Ich habe schließlich ein paar Attribute, die man auf die Waagschale legen kann. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ist das Romans Bar? Ja, aber die Bar ist geschlossen. Oh, ich bin sein Neffe. Hm? Okay, kommen Sie. Aha, habe ich nicht ein paar schöne große Grapefruit? Ja, drücken Sie nur. Oh. Hier ist Ihre Rechnung, Sir. Hey, Tony. Was ist mit deiner Hand? Oh, es ist nichts. Ach, Tony! Willkommen in L.A. Danke. Dies ist mein guter Freund Fitz. Freut mich. Und unsere Sängerin Sandy. Hier, setz dich, Tony. Danke. Freut mich, Sandy. Ja, freut mich auch. Warum bist du hier? Ich suche einen Job. Oh, gibt's keine Arbeit in New York, Tony? Oh, das ist es nicht. Es ist einfach, ich hab New York satt. Aha. Alles okay mit Carla? Oh ja, ihr geht's gut. Aha, na gut, Antonio. Du willst also ins Nachtclubgeschäft, oder? Ja, ja. Du bist ein guter Junge, Tony. Manchmal zu sehr wie dein Vater, etwas zu hitzig. Ja. Dies ist nicht die Bronx, Tony. In diesem Job wird gearbeitet. Das verstehe ich. Es tut mir leid um deinen Vater. Ich wollte zur Beerdigung kommen, ist schon gut, vergiss es, ist schon gut. Naja.
Er ist ein guter Junge, nur etwas hitzköpfig. Behalt ihn bitte im Auge. Er wird eine Weile für uns arbeiten, also besorge ihm gleich eine Unterkunft. Geht klar. Komm, Toni, wir gehen. Wohin fahren wir? Ich bring dich in das Hotel, wo du wohnst. Wie ist es da? Du hast wirklich keine Wahl, oder? Was ist es, eine Absteige? Wenn du anfängst, eigenes Geld zu verdienen, kannst du wohnen, wo du willst, Sir. Ah, ja? Warum tragen sie eine Pistole? Halte dich nur aus allem Ärger raus und komm pünktlich zur Arbeit, verstanden? Wissen Sie, überall, wo ich aufkreuze, treffe ich Menschen. Anständige Menschen, die sagen, ich soll keinen Ärger machen. Aber alle tragen eine Pistole. Weißt du, ich möchte wirklich auf deiner Seite sein, Junge. Du solltest hören auf mich, ich weiß, wovon ich rede. Ja, ja. Aber wie komme ich zur Arbeit? Bist du schon mal Bus gefahren? Ach ja, richtig. Danke. Yeah.
Naja, wie läuft's bei dir, Kumpel? Alles klar? Vergiss es, Junge. Die ist mir nochmal zu groß für dich. Ne? Du klingst wirklich spitzenmäßig. Verkauf nur fleißig Drinks, dann klinge ich noch besser. Ja, sehr gut. Weißt du, ich möchte mich mit dir verabreden. Was? Ich möchte dich zum Essen einladen. Du möchtest mit mir schlafen, oder? Davon habe ich nicht gesprochen. Das kann ich jeden Tag haben, Sandy. Ach, wirklich? Ja. Dann meinst du, du möchtest mich heiraten? Sag mal, spinnst du? Wer hat denn was von heiraten gesagt? Ich spreche von zusammen essen gehen und etwas Spaß haben. Okay. Essen wir zusammen. Also, großartig. Sag Frank, ich möchte einen Meeresfrüchte-Salat. Du möchtest, dass Frank dir einen Salat macht? Du willst hier essen? Ja. Dann vergiss es, okay? Vergiss es einfach. Danke, Stefanie. Gern geschehen. Hallo, Steffi. Na, was ist? Treffen wir uns heute Nacht oder was? Heute nicht, Toni. Steffi, du brichst mir das Herz. Komm schon, Toni. Okay. Kann ich mit dir reden? Ja, was ist denn, Toni? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Borgst du mir $2,000? 2000? Wofür denn, Toni? Pneus, Mann. Ich habe es satt, Bus zu fahren. Und ich möchte mein eigenes Apartment. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Du meinst, du willst nicht. Spar dein Geld, Toni. Weißt du, es ist wirklich hart, in solch einem Hotel zu wohnen. Du kannst bei mir wohnen. Ich weiß. Hab Geduld, Toni. Ich gebe dir einen Rat. Du bringst von dem, was du verdient hast, jeden Tag $10 auf die Bank. Und bald hast du genug, um zu tun, was immer du willst. Weißt du was? Genau das tue ich. Was hat er gesagt? Er hat mir einen Vortrag über Geldsparen gehalten. Ich kenne einen Kerl, von dem kriegst du einen heißen Schlitten. Nur für ein Papier. Was für ein Schlitten? Jeden, den du willst. Ja? Ich rufe ihn morgen an. Ja, gut. Danke. Sprich nicht drüber. Scharf auf Craig? Oder was? Bist du Craig? Bist du scharf auf Craig? Nein. Auf eine Kanone. Wer schickt dich? Niemand. Wie viel hast du? $50. Er hat 50 Mäuse. Tom, erzähl unserem Kumpel hier, was er sich für 50 Mäuse kaufen kann. Freundchen, für 50 Mäuse kann ich dir ein neues Arschloch schnitzen, wo immer du es gern hättest. Jetzt warte mal! Dieser Rat kostet was. Bezahl mich. Was ist los, John?
Übliche Geschäfte. Seit wann bist du raus? Nicht lange genug, Mann. Hast du ein Problem mit meinem Freund hier? Du kennst ihn. Du kennst diesen Irren. Er gehört zur Familie. Nun, da hast du echtes Glück gehabt. Hey, nur einen Moment. Du musst trotzdem bezahlen. Du kennst doch die Regel der Straße. Komm schon. Komm schon. Das ist alles. 10 Mäuse? Du willst eine Kanone für 10 Mäuse kaufen? Ich will den Ballermann nicht kaufen, du Arschloch. Ich will ihn dir wegnehmen. Gib mir die Kanone, Tony. Nein. Was willst du damit tun, Junge? Keine Sorge, ich will niemanden umlegen. Ich bin nicht besorgt. Lass mich dich was fragen, Junge. Hast du schon jemand getötet? Natürlich. Ja, das habe ich schon. Du Spinner. Du lernst es auch nur auf die harte Tour. Hast du es so gelernt? Also ich wette, du warst gut, als du noch jung warst. Oh ja, gut genug, um 5 Jahre im Knast zu sitzen. Ich finde, sowas ist Pech. Nein, das hatte nichts mit Pech zu tun. Wenn du so weitermachst, wirst du dich umbringen. Das wäre eben schon passiert. Ich kam zufällig vorbei und haute dich raus. Weißt du, Junge, du hast keine Ahnung, wie man überlebt auf der Straße. Aber du wirst erfahren, wie man auf der Straße stirbt. Hör auf damit. Weißt du überhaupt, was du da tust? Ich wollte nur... aus meinem Wagen. Ich wollte nur, dass du aufhörst. Ein Spaß. Ich sagte, verschwinde aus meinem gottverdammten Wagen, du Punk. Ich weiß doch nicht mal, wo wir sind. Ich gebe dir gleich mal ein paar Ratschläge. 2 Dinge sind immer wichtig. Erstens ist sehr wichtig, du musst immer wissen, wo du bist. Und zweitens, leg dich nie mit jemand an, der dir hilft. Und jetzt beweg deinen Arsch hier raus. Du sollst dich verpissen. Es tut mir leid. Verschwinde, du Punk! Dieser bescheuerte Bengel. Nicht zu fassen. So ein Mistkerl. So, bitte sehr. Und für dich habe ich die Regals und den Brandy. Einen doppelten Scotch und ein Glas Sekt für Sandy. Ah ja? Sitzt sie immer noch bei ihr? Ja, er versucht sie mit einem Diamanthalsband zu kaufen. Ah. Er kriegt von mir einen doppelten Scotch mit einem Spritzer Spucke. Oh, Mike, wer ist dieser Typ Milo? Leg dich nicht mit ihm an. Er ist ein schwerer Junge. Aber ich verstehe es nicht. Wieso hängt Sandy sich an so einen Kerl?
Bist du eifersüchtig, Tony? Ich mein's ernst, Mike. Ich frag sie dauernd, ob sie mit mir ausgeht. Sie lehnt ab, verstehst du? Moneten, Junge. Er ködert sie mit einem Diamanthalsband. Was kannst du ihr bieten? Die Finger davon. Natürlich. Nur an Mäuse. Hm? Was hältst du davon, richtiges Geld zu machen? Wovon redest du überhaupt? Wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen. Wir sind die Armen. Das ist meine Weise, Ausgleich zu schaffen. Ah ja. Ja. Und zufällig kenne ich ein paar reiche Typen, die an diesem Wochenende verreisen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ja, was sagst du? Ich weiß nicht. Auf das Wagendach. Komm schon. Wo ist die Brieftasche? In der Hosentasche. Hol sie raus. Na los. Ist das alles? Ja, das ist alles. Bist du sicher? Ja. Ah ja? Und was ist das? Hä? Was ist das? Hab nicht dran gedacht. Jetzt runter. Runter auf die Knie. Toni, was tust du hier? Das hier ist für dich. Nein, warte mal. Ich hab's nicht besorgt, weil ich mit dir schlafen will. Ich dachte, du wolltest es haben. Ich möchte, dass du's bekommst. Oh, Toni, was hast du getan? Milo tötet dich. Milo weiß es nicht. Ich kann es nicht. Wieso nicht? Aus demselben Grund hab ich's von Milo nicht genommen. Nein, das verstehe ich nicht. Ich dachte, du wolltest es. Wenn du es für mich gekauft hättest, vielleicht. Aber es ist gestohlen. Geh jetzt, Toni. Es ist schon spät. Weißt du, was ich denke? Du willst nicht ausgehen mit Barkellnern. Das ist Sache. Gute Nacht, Toni. Richtig?
Und was sagen Sie über mich, Tony? Dass du mit Drogen gehandelt hast. Drogen? Ich habe nie mit Drogen gehandelt. Ich wurde reingelegt. Es ist wichtig für mich, dass du das glaubst. Das glaubst du, oder? Ja. Und wo ist deine Mutter? Warum ist sie nicht mitgekommen? Hat sie einen anderen? Wie geht es Carla? Geht es ihr gut? Sie... Komm schon, Junge, spuck es aus. Geht es ihr gut? Sie ist okay. Ich werde das hier nicht überstehen, Tony. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Bitte geh den geraden Weg, mein Sohn, okay? Geh jetzt. Danke, dass du mich besucht hast. Vater, ich... Schon gut. Geh jetzt. Komm schon, gehen wir. In Ordnung. Na los. Fass mich nicht an! Wer ist da? Fitz, lass mich rein. Warum hast du das getan, Tony? Was getan? Hört mich nicht zum Narren. Warum hast du Milo ausgeraubt? Weiß er es? Du warst es. Als ich in deinem Alter war, war ich genau wie du. Ich raubte Leute aus, diente mit Drogen, bin in Häuser eingebrochen. Und ich habe nie auf Leute gehört, die mir was erzählen wollten. Bis der Richter eines Tages sagte, 8 Jahre, da wusste ich, wovon sie redeten. Und jede Nacht, bevor ich in meiner Zelle einschlief, hörte ich die Stimme des alten Bastards in meinen Ohren dröhnen. Ich träumte von solchen Dingen wie Autofahren, in einem Restaurant einen Schokoladenshake zu bestellen. Das geht auf die Nerven, Junge. Das Schlimmste ist, wenn du jemand umbringst und hast ein Gewissen. Ich tötete einen Mann und hatte ein Gewissen. Dieser Hurensohn verfolgt mich in jeder Nacht meines Lebens. Er geht mit mir schlafen, jede Nacht, und ich sehe seine Familie. Ich sehe seine Mutter weinen. Ich sehe ein kleines Kind, das fragt, wo ist Daddy? Das ist mein Albtraum. Ich werde dir was sagen, Junge.
Bevor du nicht selbst jemand getötet hast, hörst du auf niemand. Na und? Bist du deswegen hergekommen? Nein, ich bin hier, um dir zu sagen, dass du die Folgen ganz allein tragen musst. Wenn Milo rausfindet, dass du es warst, bringt er dich um. Gesagt, es wäre niemand hier. Jetzt hat er uns gesehen. Erschieß ihn. Verdammt nochmal, ich sagte, erschieß ihn! Nein. Gib her, du blöder Hund. Nein!
Du, verschwinde. Was ist mit ihm? Mach dir keine Sorgen. Los. Verschwinde! Verdammt! Ich hätte einmal etwas richtig machen können. Ich hätte da bleiben müssen, aber Tony, du hast mal wieder versagt. Verdammt, Mann. Warum muss mir das immer passieren? Sind für dich. Möchtest du reinkommen? Nein, ich dachte, wir gehen aus. Es ist 4 Uhr morgens. Es ist 4? Habe ich dich geweckt? Ja. Weißt du was? Wir frühstücken zusammen. Hm? Ich kann's nicht annehmen, Tony. Warum nicht? Tony, ich bin viel älter als du. Warum suchst du dir nicht ein jüngeres Mädchen, das besser zu dir passt? Hm? Wenn ich das wollte, hätte ich's getan. Weißt du, Sandy, ich weiß nicht, wie ich's erklären soll. Aber wenn ich dich auf der Bühne sehe, dann bist du ganz was Besonderes für mich. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du zu meinem Leben gehörst. Verstehst du, Sandy? Tony, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich keine Gefühle für dich habe. Ich finde dich nett. Ich finde dich sogar sehr nett. Aber wir sind zu verschieden. Wieso? Ich arbeite mir den Arsch ab, um es zu schaffen. Und du? Du willst nur stehlen. Dann mache ich... Ich verspreche dir was. Ich höre auf damit. Soll das ein Witz sein? Ich meine es ernst. Noch nie in meinem Leben habe ich so ernst gemeint. Und ich möchte, dass du den trägst. Er ist wirklich wundervoll. Hast du ihn gestohlen? Nein.
fun, at least I think I am. Sticky, sweaty, not quite ready for all the sand and all the sun. Hey! He's pretty cute in his blonde hair, in his wet suit. Think I'll do him right. Maybe just for tonight. Ich komme, ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Wo ist sie? Da drin. Toni. Tut mir leid, Toni. Tut mir leid, ich schwöre dir, ich hab's nicht getan. Er behauptet, ich hätte ihm $10,000 gestohlen. Ich hab's nicht getan. Oh mein Gott, beruhige dich. Er schlug mich zusammen. Beruhige dich. Ich musste weg. Er sagt, er bringt mich um, wenn ich das Geld ganz nicht zurückbringe. Ist ja gut, weißt du was? Jetzt geh erst mal und wasch dein Gesicht. Dann geht's dir besser. Und noch etwas. Niemand wird umgebracht hier. Niemand. Richtig? Jetzt wasch dich, Schwesterchen. Okay? Okay. Okay. Toni, das ist noch nicht das Schlimmste. Völker war heute Abend hier und suchte Carla. Er war hier? Ja. Er erwartet dich mit dem Geld im Greasy Spoon Restaurant am Hollywood Boulevard. Bis Mitternacht. Sonst kommt er wieder her und macht ziemlichen Ärger. Ich denke, ich gebe den Leuten frei und schließe den Laden für ein paar Tage. Nein, nein, nein. Du brauchst den Laden nicht dicht zu machen. Ist nicht nötig. Okay? Ich weiß, was dir durch den Kopf geht. Du fragst dich, ob Carla die Wahrheit sagt. Du fragst dich, ob sie ihn wirklich bestohlen hat. Und du denkst an den Mistkerl Falco, der sie verprügelt hat, und willst es ihm einzahlen. Und du denkst, vielleicht verlasse ich besser die Stadt. Und dabei fällt dir ein, ich kann die Stadt nicht einfach verlassen, denn irgendwann gibt's keinen Ort mehr, den ich verlassen kann. Habe ich recht? Also, weißt du, was du tust, Toni? Du gehst zu deinem Onkel Roman und bittest ihn um die $10,000 und bezahlst diesen Kerl aus. Ist es das, was du tun würdest? Wenn ich in deinem Alter wäre und sie mir angetan hätten, was dir passiert ist und was sie deiner Schwester antaten, das verdammte Hirn würde ich ihnen wegpusten. Aber vielleicht möchtest du leben. Junge, lass es mich für dich erledigen. Ich werde es tun. Viel Glück.
Wir hätten den Jungen damals erledigen sollen. Was tun wir, wenn er nicht herkommt? Er kommt. Ja, aber wenn er nicht erscheint. Dann besuchen wir den Club. Nach 12. Er kommt nicht mehr. Okay, gehen wir. Charlie, hol den Wagen. Okay. Ich hab die 10.000. Langsam, langsam. Du willst sicher die Moneten sehen. Okay, Falco. Sie hat's geklaut. Nein, das hat sie nicht. Und woher hast du das Geld? Von Onkel Roman. Er hat's mir geliehen. Ich möchte, dass du uns in Ruhe lässt. Sie stahl es. Welchen Unterschied macht das? Du hast die Moneten. Es kostet dich weitere 10.000 Mäuse, okay? Wir hatten Unkosten. Morgen um Mitternacht hier. Wir erledigen es gleich. Ich wusste, du würdest weitere 10 Riesen fordern. Deswegen habe ich sie mitgebracht. Ha, 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 ha,
Gebe dir noch einen Rat. Wenn dein Gewissen anfängt, dir auf die Schulter zu drücken und schwerer wird, denk immer daran, Ferko war ein Schwerverbrecher. Dann erträgst du es leichter. Hm? Weißt du was, Fitz? Ich habe ein Problem. Und welches, Sir? Weißt du, wie erkläre ich's Onkel Roman, dass er in Zukunft dein Gehalt verdoppelt? Tu es nicht. Was hast du vor? Junge, ich werde so weit fortgehen, wie ich nur kann. Und in Ruhe leben. Richtig. Hm? Give me a second chance to believe in me.